So, meine Lieben, und damit herzlich willkommen zurück beim Let's Play Neverwinter. Heute wieder ein bisschen alleine. Geschichte ist unser größter Lehrmeister. Ja. Ja. Ich habe mal ein bisschen Zen aufgeladen, damit wir die Kisten endlich mal öffnen können. Dazu müssen wir mal ein paar Schlüssel kaufen. Zacki, erste Lade geöffnet. So. Schwächerer, unbezwingbarer Runenstein. Gefährtenangriffsplatz. Die Kräfte eures Gefährten versuchen über 3 Sekunden 10% zusätzlichen physischen Schaden. Geschichte und 10 Tarmalonen handelsbaren. Wertvolle Mana zu erhalten. Ausrüstung, Reittier. Oh, sehr gut. Okay, weitere öffnen. Nee, ich will keine 10, ich will nur einen. So, und der nächste. Ich hoffe ja drauf, dass wir einen Reiter bekommen. Dieses Paket enthält eine seltene Verzauberung, eine epische seltene oder ungewöhnliche Verzauberung, sowie möglicherweise einen der folgenden Gegenstände. Okay. Und die letzte Kiste. Komm, ich will ein Reittier haben. Ah, verdammt. Okay, die Handelsbarren kriegen wir da immer noch dazu. So, warte mal, erstmal Berufe. So, ein Silber. Zack. So, was haben wir denn? Haben wir nur gewöhnliche Aufgaben. Okay. Was kriegen wir da? Brei. Okay. Naja, für was man doch so immer brauchen mag. So, machen wir mal die Aufgabe hier. Optional. Keine weiteren Handwerksressourcen zur Verfügung. Nee, warte mal. Wir machen erstmal hier. Aufgabe beginnen. So. Dann haben wir mal alle frei. So, bitte warten. Abgeschlossen. Zack. So. Weisheit kommt von Erfahrung. So, ja, dann machen wir erstmal die 10 Minuten hier. Zack. So. Das tägliche Gebet habe ich bereits schon gemacht. So. Jetzt können wir doch mal gucken. Das mal equippen hier. Zack. So. Hier haben wir noch die Insignien. Koffer der Verzauberung. Mal gucken, was kriegen wir noch? Verzauberung Rang 5. Plus 5 Ruhmgewinn. Plus 20 Erholung. Plus 20 Robustheit. Azurbrandzeichen. Erfahrungsgewinn. Kritische Trefferverteidigung. Okay. Gucken wir mal den nächsten. Schutz der Bewahrung. Beschützt eine Gruppe von Verzauberungen oder Runensteinen vor dem Verlust bei einer fehlgeschlagenen Verschmelzung. Ah. Okay, da kann man eine Stufe lang verhindern, dass es schief geht. Kritische Trefferverteidigung. Ruhm, Erholung. Plus 120. Das ist natürlich eine Sache. Wie kann man die jetzt anwenden? Zum Verschmelzen doppelklicken. Okay. Gut, dann würde ich aber sagen, gucken wir erstmal, dass wir eine andere Kugel kriegen. Ne? Wir sind jetzt Level 14, die ist Level 10. Müssen wir erstmal gucken, was wir andere kriegen. So, das für den Gefährtenplatz. Das ist bei Gegenständen. Unterstützungsplatz. Okay. So. Ja. Die können wir auf nächstem Level aufmachen. Ach, wir haben ja noch die Sachen vom Briefkasten, gell? Müssen wir auch mal noch abholen. Abgelaufen, abgelaufen und zwei Sachen haben wir verkauft bekommen. Müssen wir mal gucken, dass wir mal zurück zur Protectors Enclave gehen und da mal ein bisschen hier Sachen loswerden. Das machen wir jetzt auch mal eben. Dann mal gucken, wo war denn der Port hier? War denn wieder hinten? Weiß das gar nicht mehr. Ich glaube, da gab es nur da hinten. Ach, wir hatten ja noch Level Up hier. Eine neue Kraft. So. Plus 5% Dauer von Kontrolleffekten. Okay. Die zwei lassen wir erstmal. Geschichte ist unser größter Lehrmeister. Okay. Die können wir ja erst machen, wenn wir Level 20 haben. Ach, den können wir noch erhöhen. Plus 10% Schaden. Zack.
So. Das ist ja unser Wirbelstürmchen. So, Talent. Maximale Trefferpunkte. Zack. So, was haben wir denn jetzt zur Verfügung? Schaden durch Bereichskräfte. Bedrohung durch euch. Regenerationszeit für Begegnungskräfte. Ah, ja, okay. Ja, ja. Das Tamerlun-Auktionshaus. Das Auktionshaus. Neue Aufgabe der Händler. Okay. Gut, dann wollen wir mal gucken, dass wir mal zurückkommen. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht, wo wir da lang müssen. Grund wählen. Merchant Guild Hall. Wo war denn der Port hier? Questziele. Quest wird durchgeführt. Bezugspunkt. Wo war denn der Port hier? Wo kommt denn hier aus der Stadt raus? Lager, die machen wir gerade. Ich weiß das gar nicht mehr, wo wir da lang müssen. Das letzte Mal sind wir ins Lager der Neverwinterwacher eingestiegen mit Luparo noch. Und jetzt müssen wir erstmal gucken, wieder, wo der Ausgang hier war. Ich weiß das gar nicht mehr. Wo war denn das? Hausierersteig zum gefallenen Turm. Ich glaube, da war der Port. Da hinten ist der Turm. Müssen wir mal gucken. So, Berufe laufen. 5 Minuten, okay. Dann gehen wir mal ein bisschen in die Stadt hier. Zum einen wieder Sachen loswerden, zum anderen mal gucken, dass wir vielleicht besseres Equipment bekommen. Insignien haben wir nur 4, dafür kriegen wir nichts im Moment. So, da hinten war, genau, da hinten ist der Port. Also da können wir dann über die Karte porten. So, da hat ja noch was zum Erzählen, ne? Bin ich froh, euch zu sehen. Ja. Die Orks okay, des Vielfaltstammes drohen mit der Einnahme dieser Stadt. Ja, ja, ja. Was hier so, passiert gehen wir mal zurück zur Protectors Enclave. So. Schauen wir mal. Na komm, bleib ein bisschen schneller hier. So. Okay, jetzt geht die Framerate erstmal wieder in den Keller. Na, wobei sie hält sich konstant. So. Jetzt müssen wir Auktions... Halt deinen Briefkasten. Da gehen wir mal als erstes hin jetzt. Da ist er. So. Gehen wir erstmal die Sachen rausholen. So, das ist abgelaufen. Das ist abgelaufen. Das haben wir jeweils einen verdient. So. Ja. Wo müssen wir jetzt alle einzeln löschen? Na, Knorke hier. Okay. So. Dann gehen wir mal noch unsere Steinchen hier rausholen. Zack. So, warte mal, wie können wir die wieder zurückholen? Wie waren das nochmal? Ich weiß das gar nicht mehr. So, die können wir noch veredeln. Weiß das gar nicht mehr. Wie ging denn das? Was ist denn wieder im Briefkasten? War das? Nee. Keine Nachricht. Hä? Habt ihr Astraldiamanten im Angebot? Laden? Nee, will ich auch nicht. Wie war denn das? Warte mal. Wurden ihrem Tauschkonto stand gut geschrieben. Ja, ich würde. Ach da, auszahlen. So, zack. Okay, dann haben wir sie wieder zurück. So. Dann gehen wir mal gucken. Ins Auktionshaus. Wo waren das? Klingenhandel. Schauender Kultstelle. Das müsste das Auktionshaus sein. Also da müsste es sein zumindest. Hoffe ich mal. Ich hab keine Ahnung. Ich will das Rad hier haben. Sieht so cool aus. So. Da war das, glaube ich. Da gehen wir jetzt mal gucken. Auktionshaus besuchen. So, warte mal. Ist die Quest hier außen? Sieht fast so aus.
So, ihr Nein hat doch hier da. Tägliche Quest. Ach so. Tägliches Gewölbe. Okay. Aha. Kann im Gefecht Mantelturm. Machen wir die Daily mal auch mal. Müssen wir uns ja mal ein bisschen befassen mit. Wiedersehen. Okay, gucken wir mal. Was in Blake Lake schlummert. Ach, das ist die noch. Warte mal, wie war denn das hier? Black Lake Terror abschließen. Wo waren das mit den Quests hier? Gilde, Bündnisse, Berufe, Questbuch, Zen, Charakter, Logbuch. Wo waren das? Ich weiß ja schon gar nicht mehr. Gewölbeerkundung. Okay. Spezielle Schatztruhe. Okay, und wie mache ich das? Wo ist das? Steht gar nicht dabei. Ach, wie waren das nochmal mit dem Anmelden für die Quests hier? Weiß das nicht mehr. Ach, warte mal, war das? Nee. Wo war denn das? Hm. Gruppen? Nee. Hä? Wo ging das? Ach, da auf L. Genau. Warteliste. So. So. Gewölbeturm. Mandelturm. Beitreten. Gefecht Ork-Überfall. Aha. Und wo ist Black Lake Terror? Können wir das gar nicht mehr machen? Hä? Ja, ein bisschen seltsam. Treten wir mal beiden bei. Fünf Spieler müssen es ja werden. Gucken wir mal. Hm. Wie das mit den Foundries hier funktioniert, weiß ich auch nicht genau. Hab das immer noch nicht ganz kapiert. Durchschnittliche Dauer 53 Minuten. Hm. Okay. Jetzt weiß ich aber nicht, passt sich das unserem Level an oder. Tauscht eure Astralien. Wie funktioniert das? Gegen wundersame Gegenstände. Königin in den Tiefen. Nehmen wir es mal an, gucken wir mal. So, jetzt gucken wir mal. Königin in den Tiefen. Aha. Wo muss ich da hin dazu? Was haben wir denn da? Returning the Pain. Quest annehmen. Turmviertel. Okay. Nehmen wir es mal an. Irgendwann müssen wir es ja lernen. So, in Warteliste. Okay. Okay, gut, dann schauen wir mal. Irgendwann müssen wir das ja mal machen mit den Dailies hier. Das werden wir auch schon irgendwann auf die Reihe kriegen. So. Der handelt mit den Einhorn und. Siegel des Einhorns. Ach, da kriegen wir dann diese epischen Equipments, okay. Drachensiegel. Gut, das ist alles für Stufe 60. Also da können wir noch nichts machen mit. So, da hat Sachen für Handwerker. Okay. Tränke und Pakete, Utensilien. Was hat der denn nochmal? Ah, der hat dann nochmal diese Sphären und diese Sachen. Stufe 20, das wäre jetzt natürlich was. Plus Erholung noch mit dabei. Wäre natürlich eine feine Sache. Okay, Utensilien. Achso, das sind alle dann. Bringt uns ja nichts. So. Manticore-Siegelhändler. Ja, bestimmt auch was Sachen auf Stufe 60. Ah ne, 42. Bringt uns aber auch noch nichts. Okay.
Schmuckhändler. Auktionshändler. Weiter. Womit kann ich einem verwegenen So. Was könnt ihr empfehlen? Ist alles Stufe 11, Stufe 12. Lichtverzauberung, Rang 1. Ach, guck mal. So. Gucken wir mal selber. Ausrüstung. Und zwar Schwerthand. Machen wir mal ungewöhnlich. Und meine Klasse. So, von mir verwendbar. Angebote. Okay. Sofort für 1 kaufen. Ja gut, schlechter wie unsere. Wir sind alle schlechter wie unsere. Okay. Hat sich das schon mal... Ach nee, 67 Gegenstände gefunden. Okay.